Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ocarina of Time. Okay, rechts ist noch eine weitere Tür und geradeaus ist eine Tür. Nicht übersehen, okay. Dann gehe ich erstmal in die geradeaus und dann gehe ich nochmal hier zurück, okay? Okay, ich gehe erst in die andere, weil es hier nicht weitergeht. Weil das die ist, wo ich in der ganzen Zeit eigentlich hin wollte und dadurch wollte. Oh. Stab. Was ist das? Das sind diese Grabschände. Braucht gleich eine Fee. Ja, mit Ankündigung. Ah. Da muss ich jetzt echt mit Schild hin, oder? Ah. Ich werde heute Nacht von diesen Händen Albträume haben. Ich weiß, was daraus entstehen, dann ganz viele kleine. Die letzte. Was macht die? Saugt die mir gerade mein Leben aus? Was? What the hell? Was? Und die wird einfach wieder groß, weil sie mir das Leben ausgesaugt hat. Oh, das wird schon wieder ein nerviger Kampf. Wow, sie haben mich umgeschlagen. Ich glaube, wir brauchen schon wieder alle Feen. Bitte mach das nicht! Oh. Da! Ich brauche dich schon wieder! Ne Fee, wenn es so weitergeht. Ich möchte nicht von kleinen Händen angegriffen werden, okay? Flippe hier nur aus. Was ist das für ein Kack? Ich brauche zwei Feen. Im Zweifelsfall so auf Distanz und Bogen. Ja, werde ich jetzt gleich versuchen. Indem ich mich hier hochstelle. Und die Viecher anvisiere und abschieße. Weh, du springst mich auch nur an. Was für ein Kack und ich habe keine Feen mehr. Ich jetzt den Schlüssel. Hab den Schlüssel, Leute. Hab ihn. So, jetzt hole ich mir erstmal Feen. Im Handumdrehen gelöst. Speichern. Boah, gute Idee. Speichern. Speichern, ja. Ich hasse diese Viecher. Was sowas von. Fahr mal nach da unten. Sollte es ja eigentlich gehen. Oh Gott. So, da raus. Oh Gott. Ich werde heute Nacht Albträume von diesem Kacktempel haben, wenn dieser Kacktempel nicht nur die ganze Nacht geht. Habe ich nämlich auch inzwischen so die Befürchtung. Ich bin jetzt ungefähr 2 Stunden in diesem Tempel. Yeah. Stell dich mir nicht in den Weg. So. Jetzt für wieder verdrehen und auf Geist Nummer 3. Okay. Und dann kommt doch noch Geist Nummer 4. Anstrengend. Okay, da gibt es keine, aber da muss eine drin sein. Ach, da werden die Flaschen wieder gefüllt. Geht jetzt schnell. Es dauert nicht mehr lang. Ja, gut, wenn es nicht mehr lang dauert. Ich werde ja wahrscheinlich beim Endgegner noch verzweifeln. Das wird so die nächste Verzweiflungssache sein. Also ich denke, ich hoffe, dass wir jetzt nicht noch über eine Stunde brauchen. Eine Stunde mit der kann ich noch leben, wenn ich jetzt heute so ein Viertel
zwei dann ins Bett kommen. Das ist so total in Ordnung, war die Zeit, wenn ich gestern eingeschlafen bin. Ah, ich hab den nicht zerstört. Ich bin mir zu Hilfe. Wo ist die Fee? Kommt die jetzt auch noch bedingt? Hier ist eigentlich der leichteste zu finden. Okay. Ich hoffe es für euch. Achso. Damit habe ich zwei Feen und zwei Geister habe ich und alles wird kacke werden. So. Dann belege ich erstmal alles. Die Ocarina wieder. Okay, und jetzt gehen wir dahin und jetzt rocken wir diesen Tempel, oder? Was sagt ihr? Schaffen wir den Tempel jetzt oder werden wir weiterhin verzweifeln? Easy Mode. Ja, du schaffst das. Werde ich beim Endgegner verzweifeln oder wird der so auf Niveau der anderen Gegner sein? Wird der Endgegner kacke sein? So ein XXL-Stahlvolles? Ja, wirst du. Ja, das schaffst du. Yay, ihr macht mir alle Mut. Yay. Ich liebe es zu streamen, wenn ihr dabei seid. Das macht voll Spaß. Ich habe eine SMS gekriegt. 100 pro Vodafone, die mir mein Guthaben. Haben die mir mein Guthaben abgebucht oder hatte ich schon wieder kein Kohle am Handy? Was ist denn? Ah, gut, ja, mein Vodafone-Tarif wurde abgebucht. Ah. Das freut uns. Der ist leicht. Okay, gut. Ich wollte mal erwähnen, ich bin gerade an einen Stahlvolles gestorben. Also wollte ich nur mal mein Niveau dieses Kampfes anmerken. Ja. Das freut uns. Yay. Es sind aber noch viel mehr da, die einfach gerade nicht schreiben, weil ich sehe, ich habe 8 Zuschauer oder so. Twitch ist da ja nicht immer so schnell mit der Anzeige, aber trotzdem sollten eigentlich gerade echt viele Leute da sein. Was ich echt ein bisschen überraschend finde, weil ich, wie gesagt, meine Streams ja immer nicht so überragend finde. Ja, fehlt ein bisschen Talent. Vielleicht morgen, wenn wir Edna bricht aus, wirklich streamen, dass es dann interessant wird. Alleine das Hin- und Herschießen wird eine Herausforderung. Was? Hin- und Herschießen. Das ist für nicht gut. Ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst. Oh, diese Hände sind die Hölle. Warte mal, ist der Endgegner Ganondorf und war das das mit dem Bild? Aber wenn du hier verzweifelst, viel Spaß bei Edna bricht aus. Edna bricht aus, habe ich aber noch andere Erinnerungen dran. Also anders als bei dem Spiel habe ich daran noch richtige Erinnerungen. Weil ich das Let's Play von Kronk damals gesehen habe. Hier das Spiel, das habe ich mir, keine Ahnung, 6 Jahre mal gespielt. Ping Pong ist auf. Ich muss echt Ping Pong spielen mit Ganondorf. Echt? Hier, wie in sehr vielen anderen Zelda-Spielen auch, wo ich vielleicht etwas dran gescheitert bin bei Wind Waker. Nein, Spaß, Wind Waker bin ich nicht dran gescheitert. Ja, musste. Gut, ich weiß wieder, welcher Endgegner das war. Das war, wo Ganondorf durch die Bilder hüpft. Geil, ich weiß nicht mehr, wie man den am besten besiegt. Ich hab Angst. Pasche-Händchen von Bongo Bongo. Oh, ich muss mich hier beeilen. Ich bin in diesem Assi-Ding. Ich gerade sogar einen Kommentar lesen, so voll chillig. Oh ja. Oh Gott, ich habe Angst. Das ist echt schlimm, wenn man sich hier an ein Spiel erinnert und dann an die schweren Dinge in dem Spiel erinnert, aber. Was muss ich tun? Maybe muss ich durch die Feuerdings durchschießen. Und mit diesen Feuerdings dann. Auf dieses vereiste Auge schließen. Das hört sich doch nach einem Plan an. Genau. Okay. Das sollte ich ja hinkriegen. Oh Gott. Ich brauche noch eine Runde, Leute. Ich muss jetzt ein paar Mal rumfahren.
Eyes of Thorn, ja. Das war jetzt auch mein Plan. Gott, ich werde so beim Endgegner verzweifeln, Leute. Ich kann mich wieder erinnern, er war nicht mal schön, als ich das auf meinem N64 gespielt habe. Okay, passt. Wir müssen wohl ein bisschen zu Nacht da. Wir fahren da jetzt ein paar Mal rum. Das wird schon kacke genug. So ein bisschen nach oben. Okay, das war zu weit, so. Noch eine Runde. Habt ihr das beim ersten Mal geschafft oder seid ihr ja auch so fünfmal rumgefahren? Ein bisschen Karussell fahren ist doch auch schön. Bongo Bongo muss ich übrigens an Dragon Quest 11 denken. Das waren diese Drom da. Ja, ich hab's. Mir wird schlecht vom Karussell. Ich hab's geschafft. Keine Sorge. Ah, und jetzt muss ich diesen Raum entdrehen, indem ich. Ah, ich hab den schon erwischt. Okay. Da muss ich jetzt einmal nach da drüben. Wird euch echt schwindelig vom Karussell fahren? Also. Okay, ich weiß, ich bin da ein bisschen ohne Furcht. Ich bin als Kind sehr oft im Europapark gewesen, deswegen kann ich so viel Karussell fahren, wie ich Bock habe. Bäh. Stairgang verdreht und. Bäh. Ich habe keinen Bock mit euch zu kämpfen. Ich hoffe, es kommen keine Assi-Hände wieder. Muss ich ja auch einfach wieder runter? Stimmt. Ein Schachbrett? Link, pass auf, die Decke fällt herab. Cool, also die Weißen werden dann zu Schachbrettdingern. Wo geht's hier hin? Das ist eine Tür. Das Geräusch gefällt mir nicht. Wo bin ich hier? Okay. Safe, da hebt es sich der Magen. Oha, echt? Okay, dann bin ich in dem Fall eher unempfindlich. Den Schwarzen kann ich ja mal stehen bleiben. Oder hier auf den Weißen. Ich hoffe, ich habe mir jetzt das richtige Weiße gemerkt. Hab keine Ahnung, wann das Ding wieder runterkommt. Ja. Ah, das sind nur Skulpturen, dass sie hier Geräusche machen. Okay, dann versuche ich jetzt einfach da mal stehen zu bleiben. Das nächste Ding zu merken. Okay, ich habe mir das nächste Ding eventuell nicht gemerkt, aber ich. Boah, lass mich in Ruhe, Skulltula. Ich wollte einfach nur zu der Schatztruhe da, die bestimmt voll wichtig ist. Ah, nur Pfeile. Ah, okay, die brauche ich, glaube ich, sogar gerade. Ich bin noch sehr gut durchgekommen. Diese Schatten da am Boden gefallen mir nicht. Was kriege ich da, Pfeile? Ein Herzchen. Okay, ich schieße einfach mal in den Heini da rein. Was ist da oben? Puzzle. Im Puzzeln bin ich jetzt nicht so. Was? In einer Minute soll ich den Heini da zusammensetzen? Oh Gott, nein, ich will da nicht hoch. Ich will Aktion schieben. Oh Gott, das wird nichts. Och, das wird echt nichts. 37 Sekunden habe ich noch. Hä? Das ist bestimmt das untere Ding. Nein, steigt da nicht hoch. Schieben. Was passiert eigentlich, wenn ich das nicht schaffe? Also, ich werde es nicht schaffen, aber was passiert gleich? Wie soll ich so schnell so viele Dinge aneinander. Schieb halt nicht ziehen. Okay, ich muss das, glaube ich, einfach nochmal versuchen. Was? Jetzt habe ich 1 Minute 10 Zeit für Wort zu tauschen. Oh Gott. Okay, und jetzt dann nur noch den anderen runter. Und den einen schwarzen Block da einfach liegen lassen. Würde ich einfach mal behaupten.
So, und das sollte jetzt auch noch ein Bild ergeben. Ah ja, ich muss ihn nur beschießen. Wo ist er dann? Okay, jetzt ist er unsichtbar. Er kommt bestimmt nicht. Das war geschenkt. Echt? Das zweite war dann echt easy, weil ich die halt einfach nur vertauschen musste, aber. Okay. Hat das Glück mit dem Puzzle, echt? Hätte es auch anders ausgehen können. Aber sowas von, okay. Gut. So. Okay, ich habe Pfeile erhalten. Lass mich raten, jetzt bin ich wieder ganz am Anfang. Also in der Haupthalle. Okay, nein, da ist noch eine Skulptur vor mir. Geschafft! Ja, einer fehlt mir trotzdem noch. Und der, ihr meint, ich finde den noch Glück. Wahrscheinlich ist der noch in der Haupthalle. Okay, jetzt bin ich hier oben. In der Mitte, oder? Ich habe keine Ahnung, was du bist, aber ich vermute mal, ich sollte dich abschießen. Da musst du auch hin, okay. Okay, du bist es nicht. Dann schauen wir mal, wer es ist von euch. Okay, du bist es. Wo sind sie? Was? Ach, wieder vier Stück um mich. Du bist das? Nicht. Du? Du auch nicht? Ja. Irgendwie glaube ich, mir gehen demnächst mal die Pfeile aus. Der richtige dreht sich jedes Mal. Ah, okay. Drehst du dich? Mann. Ich suche noch das Drehen. Ah, das da. Das meinst du? Okay. So, zu langsam getippt. Ah, ich weiß schon, welches das ist. Hä? Der hat sich doch gerade gedreht, oder? Der war das doch. Du, oder? Nein. Doch, du warst es gut. So. Du machst nichts. Du machst auch nichts. Du vielleicht? Ist es nicht, okay. Okay, du warst es. Doch, der war's. Wo ist er denn? Ja, du bist es. Ich denke mal, wieder fünfmal muss ich den treffen. Ich hab richtig Schiss vor den Endgegner. Nein, ich will nicht den, ich will den da hinten. Den da. Okay, ich denke noch einmal. Müssen wir noch erwischen? So, du hast dich doch gleich bewegt, oder? So, wir haben ihn gekillt. Geil. Krieg ich ein paar Pfeile zurück, danke. Ich habe jetzt schon so Schiss vor den Endgegner, weil ihr mir gesagt habt, was kommt. Und ich dann so Erinnerungslücken geschlossen habe und die nicht cool sind. Können wir nicht nochmal gegen Gohoma kämpfen, indem ich den einfach nur mit einem Pfeil abschieße oder so? So. Ich würde dann einfach mal sagen, für die Leute auf YouTube, das war's mit der Folge und wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht. Bye, Ocarina of Time. Bis dann. Tschüss.